Hallöchen, willkommen nochmal zurück bei The Chant. Wir spielen jetzt noch zusammen den DLC durch hier. Neues Spiel, müssen wir noch irgendwas auswählen? Ich denke, wir nehmen wieder ausbalanciert. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal, ne? Oh, ja, dann gucken wir direkt mal rein. Mal gucken, was uns erwartet. Ah, jetzt sehen wir nochmal die letzten Minuten vom Main Game. In ein paar Stunden sind wir am Festland. Euer Retreat war wohl erfolgreich. Das Wetter ist fantastisch. Das sehe ich aber etwas anders. Was sollen wir den Leuten erzählen, wenn sie uns fragen? Das interessiert mich gerade nicht. Ich will nur so weit wie möglich weg von hier. Jess, weißt du noch, was ich dir über Angie erzählt habe? Das sieht so aus wie der Ort, wo ich sie sah. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ach du Scheiße! Festhalten! Das ist ja ein Maul. Sieht aus wie das Maul einer Bestie. Oh Gott. Vom Regen in die Traufe, ne? Oh. Ihr müsst die Kristalle wieder aufladen. Ich dachte, wir hätten es geschafft. Niemand kommt hier so einfach raus. 40 Jahre. 40 Jahre bin ich hier schon gefangen. Und dann kommt ihr und flieht nach ein paar Tagen. Nun ja, ihr könnt mich hier nicht einfach zurücklassen. Können wir nicht? Du bist wach. Gut, wir brauchen dich. Oh, Jess. Wir sind wieder hier? Ja, in diesem Ding. Das ist Monroe Anton. Er ist an allem hier schuld. Ich dachte, du wärst tot. Er sagt, wenn wir die Kristalle in der Maske aufladen, dann können wir durch ein Loch im Nebel entkommen. Natürlich. War klar, dieser Scheiß hört niemals auf, oder? Wie? Mit meinen Akolyten. Sie sind auf die Kristalle eingestellt. Bringt die Maske zu jedem Einzelnen und sie laden sie auf. 6 Kristalle. 6 Farben. Ich hasse diesen Ort. Wirklich. Sei vorsichtig, lerne von ihm, was du kannst, aber trau ihm nicht. Ich versuche, uns mit der Maske hier rauszubringen. Eieieiei. Kriegen aber auch einfach keine Ruhe hier, ne? Ja, jetzt gucken wir erstmal. Das ist ja... Ha. So werde ich nicht enden. Und Kim auch nicht. Oh, der arme Kerl. Dieser Albtraum hört wohl niemals auf. Doch, wird er. Ich habe den Nebel auf der Insel besiegt. Dann schaffe ich das auch hier. Wir zusammen. Ich versuch's. Was soll ich jetzt tun? Wir brauchen Ressourcen. Werkzeuge, Waffen, was wir in die Finger kriegen. Ich habe den Eindruck, dass wir alles benutzen werden, was wir finden können. Alles klar. Ich mache mich auf die Suche. Wir treffen uns wieder hier. Okay. Das ist wieder so ein Aufladeding, oder was? Also wir haben jetzt eine Homebase. Das ist natürlich interessant. Haben verschiedene Wege, die wir hin können. Warum sind denn hier unten Laborgeräte? Das ist eine sehr gute Frage. Okay. Gut, das hilft uns jetzt erstmal gerade nicht. Haben wir hier noch einen... Okay. Ich dachte kurz, das wäre ein Fernseher, aber es ist auch einfach nur ein Laborgerät. Okay. Ja, das ist eine Aufgabe für später bestimmt. Was haben wir hier? Scheiße. Also leicht klingt das nicht. Nee, Egg-Sack sehe ich da schon. Ein Eiersack. Da bin ich jetzt nicht so Bock drauf. Okay. Wir sind jetzt quasi im Nexus hier. Sieht alles nicht so spaßig aus. Haben wir eine Rückseite? Oh ja.
Ich habe die Teile bemerkt, aber kann das Rätsel nicht lösen. Ein Akolyt pro Region. Was bedeutet das? Was haben sie mit den Reagenzien zu tun? Wenigstens weiß ich jetzt, wo die Zutaten sind. Obwohl selbst dieses Wissen meine Erinnerung regelmäßig entweicht. Nebel, Augenflüssigkeit ist im Grün. Eibläschen sind im Blau. Der Zinnoberknochen flüstert mir aus dem Rot zu. Kann ich eine Verwendung für sie finden, bevor ich völlig den Verstand verliere? Ich frage mich, ob das Monroe wäre, der das hier alles geschrieben hat, oder... Und noch ein weiteres Gerät. Also wir müssen hier später Chemie anwenden, anscheinend. Oh, war das ein Zettel? Nee. Du willst jetzt nochmal mit uns reden? Was gefunden? Notizen von einem Vincent. Wohl Forscher. Ich glaube, er ist mit den anderen hier gelandet und hat einen Ausweg gesucht. Okay. Ja, mach's dir gemütlich. Ich gehe dann mal die ganze Arbeit machen. Let's go. Wir gehen hier einfach durchs Erste durch. Das hilft ja nichts. Okay. Wir verlieren schon Verstand. Haben wir eigentlich noch unsere alten Dinger? Nicht alle. Was fehlt denn hier? Wir haben die drei Dinger und das. Was war denn hier noch mehr drin? Wir haben nur eine Salbeifackel. Scheiße. Weichen mal dem Vieh aus. Ah, das hier wird später eine Abkürzung. Eine Kröte. Du wärst mit denen zum Ablenken so? Guck mal, der kratzt sich, der mag den nicht. Okay. Vorsicht, die platzen. Habe ich sogar noch dran gedacht. Ich bin stolz auf mich. Okay. Du bist ja auch noch hier. Ja! Nimm mal die hier. Oh, hier ist noch eine Kröte, oder? Unsere Psyche sieht ziemlich im Eimer aus. Ich bin überlegen, ob wir mal kurz ein bisschen meditieren. Ich kann jetzt nicht meditieren. Das ist nicht gut. Tja. Es wird ja halt auch nirgendwo besser. Also wir kriegen jetzt gleich wahrscheinlich eine Panikattacke. Finden wir aber auch noch Lavendel oder so? Nee. Lavendel? Nee, Ingwer. Ach, guck mal. Okay. Okay, okay, okay. Hier können wir mal ein bisschen... Uns geht's wieder gut? Ach ja, die Kreise. Stimmt, die Kreise sollen ja auch helfen. Hier ist aber auch ein bisschen Lavendel. Fein. Ist ein bisschen jetzt noch labyrinthmäßig hier, finde ich. Also... Fällt mir noch ein bisschen schwer, hier den Durchblick zu behalten. Ah, die ist verriegelt. Okay. Gut, 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 gut. Waren wir hier schon, ja, ne? Ach so, einer. Okay, okay, okay. Das ist, wo wir herkamen. Alles noch ein bisschen verwirrend. So, ich wollte auch eigentlich... Ne, die können wir mal behalten. Die finde ich ganz gut. Schauen, ob wir hier... Genau, der Hexenstab wäre nämlich jetzt gut gewesen. Wir können aber irgendwie immer noch nicht wirklich viel herstellen. Und unsere Gesundheit ist schon wieder bad. Ja! Aber wir haben ja jetzt diesmal Lavendel. Ach, guck mal. Das klappt gerade ganz gut mit dem Kämpfen. Guck mal, hier zeigt uns auch ein Pfeil die richtige Richtung, oder wie? Ah, jetzt können wir hier die Abkürzung aufmachen. Perfekt. Okay, wartet. Das sind viele. Dann machen wir mal die Ability. Oder ich kann es nicht, weil es zu wenig ist. Weil ich zu wenig Pflanzen habe.
Und das ist ja kacke. Ich bin jetzt voll eingegrenzt von denen. Dann, Moment mal, die Hände aus dem Boden könnten auch gehen, ne? Die haben auch ein bisschen Flächending. Hallo? Oh! Oh, ich habe null auf meine HP geachtet. Hupsi! Ja. Hey Jess, hier drüben! Ich bin wieder ganz vor... In welchem war ich denn drin? Hier, ne? Ich muss wieder ganz vorne anfangen. Oh, warte, sie wollte noch mit mir reden. Kann ich noch? Das ist jetzt schon krass. Wow. Ist das in Ordnung? Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Oh, okay. Interesting. Ich verstehe das nicht so recht. Sieh mal, das habe ich für dich gesammelt. Jetzt kriegen wir Zeug, damit wir nicht wieder so ein Depp sind oder was? Oh, jetzt haben wir gerade gar keine Waffe. Okay. Ja. Das war nicht so gut von mir. Huch. Okay, wir können sterben, dann müssen wir komplett neu anfangen. Jetzt wissen wir Bescheid. Kriege ich jetzt auch irgendwann wieder mal eine Waffe oder eher nicht so? Also hier, ja, hier geht unsere Gesundheit wieder. Fein. Wir haben eine Feuerpeitsche diesmal. Not bad. Wir können auch die Viecher einfach umlaufen. Oh, es sind aber ganz schön viele hier. Wir können auch einfach mehrere auf einmal anlocken und dann benutzen wir das hier. Wir werden das... Wie gefällt euch das, ihr Mistkröten? Mir gefällt es gar nicht gut. Ich bin einfach... Oh, ich bin noch nicht tot. What happened? Lass mich hier weg. Mann, jetzt ist direkt der Wurm drin. Scheiße, ey. Diese Gegenstände entfernte Biomasse und Abkürzung bleiben nach dem Tod erhalten. Oh, das ist gut zu wissen, denn dann, das heißt, wir haben unsere Abkürzung da noch. So, ich muss jetzt mal aufhören, mich doof anzustellen. Hast du wieder irgendwas für mich? Das ist wie ein immer wiederkehrender Albtraum. Ah, okay. Wir kriegen Gegenstände, weil wir zu dumm sind. Nee, ich muss ein bisschen geduldiger fighten. Alles gut. Bisschen besser fighten hier. Na, diesmal haben wir eine Salbeifackel. Und mich nicht so anstellen. Mal ein bisschen konzentrieren einfach. Moini, Kumpel. Weil vorhin hat es so gut geklappt, bis er noch was gesagt hat. Oh, guck mal, wie gut das jetzt klappt mit dem Ausweichen und so. Das ist halt so, ne? Man darf halt dann nie was jinxen. Wir müssen jetzt nacheinander mal ein bisschen ausschalten. So, kann ich hier jetzt nicht triggern und damit die anderen jetzt... Die anderen jetzt explodieren lassen? Ah, so richtig hat das nicht geklappt. Hallo! Oh fuck, muss hier weg. Na, ah, ein bisschen Schaden macht's an den anderen. Ich bin in es reingedodged. Ich bin nach vorne in das Vieh reingedodged. Kannst du echt nicht ausdenken. Oh Gott. Also, gerade bin ich schon ein bisschen pisst. Keine Ahnung warum. Oh, weil ich so gierig bin. Weil ich halt keine Lust habe, die langsam nacheinander zu bekämpfen. Weil ich so eine scheiß gierige, blöde Kuh bin. Deswegen verrecke ich jetzt gerade die ganze Zeit. Weil ich weiß, dass ich das schon mal gemacht habe. Und dann ist es nicht einsehe, das jetzt nochmal machen zu müssen. Yeah.
bei denen ja nur zur Seite ausweichen. Aber nee, ich bin einfach so eine gierige, ungeduldige, blöde Drecksau. Wo können wir jetzt den Feuerstab herhaben? Cool, wir haben auch eine Feuerpeitsche. Direkt mal ein bisschen Ingwer einstecken. So. Seht ihr, es geht ja. Wenn man es nacheinander macht. Aber die, hier sind noch gar nicht mehr die Kröten. Die haben schon die Kröten weggenommen, weil die gemerkt haben, dass ich einfach nur blöd bin. So. Es ist auch gar nicht mehr, wo die... Ah, Pisson war. Was willst du denn hier? Das ist unser Krötenersatz hier. Unsere Psyche ist gar nicht gut. Die Backpfeife hat auch gesessen. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt kann ich gleich wieder eine Panikattacke. Oh, natürlich ist hier direkt eine Kröte, das heißt, wir können jetzt aber nicht kämpfen wegen der Panikattacke, ne? Bonk. Kann die hier reinkommen, die Kröte in unseren Safe-Raum? Mr. Kröte? Ja. Die Sachen sind neu, Wurfplasma. Ist das so eine große? Ja, es ist so eine große Kröte auch noch. Ich lasse sie einfach gar nicht angreifen. Ich hau die einfach. Guck mal, ich lasse sie gar nicht spucken. Ich hau da einfach. Ich will nichts sagen, aber ich habe halt keine Waffen mehr zum Angreifen. Nur die Dinger. Ah, wir können aber noch was herstellen. Mach mal die Viecher kaputt jetzt. So, weg hier. Okay, den einen hat es auf jeden Fall erwischt. Au, jetzt müssen wir aufpassen, weil wir haben fast keine AP mehr. Reinhauen direkt. Okay, ich will jetzt nicht noch sterben hier. Ich habe das Gefühl, im Main-Game waren die Kämpfe ein bisschen entspannter. Okay. Hier geht's weiter, da geht's weiter. Oh, die wieder. Oh Gott, es sind wieder viele. Da sollten wir vielleicht wieder... Oh, oh. Da dürft ihr nicht mehr ausweichen. Aber wir können wieder Kristalle ausgeben. Ich habe kein Mana für die ganze Scheiße. Also dieser eine Angriff, der braucht aber auch immer so viel Mana. Na, vielleicht machen wir den hier mal wieder. Aber dafür habe ich auch nicht genug. Muss ich euch wohl so bekämpfen? Ich habe schon wieder kein Ding mehr. Kann ich irgendeins herstellen? Ein Feuerding. Hallo. Ich bin hier am Machen. Junge, wie soll ich denn gegen deinen Bruder kämpfen und gleichzeitig dir ausweichen? Oh mein Gott, ich bin gleich schon wieder tot. Ich bin so mad. Du kannst während einer Panikattacke keine Waffe benutzen. Wo war denn mein Antipanikraum? Ich muss zur Hilfe, ich muss zurück zu meinem Antipanikraum. Mann, also I don't know. Da unten ist er, ich will da hin. Also ich stelle mich gar nicht gut an bisher in diesem DLC. Er ist ja wirklich furchtbar.
Also, mit furchtbar meine ich wirklich, wirklich furchtbar. Das läuft überhaupt nicht gut. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. So, jetzt muss ich nur irgendwie wieder zurückfinden. Ich habe auch ein bisschen Materialmangel die ganze Zeit hier. Achso, hier wart ihr, ne? Kommt her. Darf ich erst noch looten? Nee, lieber nicht. Okay, da ist nicht mal was drin jetzt. Enttäuschend. Okay, da schwebt noch einer rum. Ah, vielleicht sieht er uns einfach nicht. Wir können vielleicht einfach an dem vorbei, dann sparen wir uns ein bisschen Materialien. Und dann wieder Kröten. Haben wir noch Öl? Salz. Wie sieht's denn hier aus? Wir können jetzt wieder einmal die Ability einsetzen. Müssen hier die Kröte mal noch mit ranholen? Komm mal alle her. Oh. Und du auch noch? Genau. Aua. Und jetzt einmal der hier. Okay, ich bin halt schon wieder tot. Was willst du sagen? Ich müsste die jetzt alle für immer dodgen. Wir alle wissen, dass das... Entschuldigung. Ich bin ja wohl ausgewichen. Wir alle wissen, dass das nicht passieren wird. Ich kann auch ein bisschen zickzack rennen. Und hoffen, dass wir den Ingwer finden, aber... Ich sag, wie ist das? Das sieht nicht gut aus gerade. Doch, wir haben einen Ingwer. So, mal kurz hier reinhauen. Okay, ihr könnt die durch Türen. Ihr könnt durch Türen gehen. Scheiße. Feuerpeitsche, aber ihr interessiert euch nach der Tür nicht mehr für mich. Na gut. Leben am Limit. Oh mein Gott. Geh weg. Ah, ich hab schon wieder eine scheiß Panikattacke. Leute, dieser DLC, der bricht mich. Ich bin schon wieder am Anfang. Dieser DLC macht mich absolut fertig. Rennen wir jetzt einfach durch? Die Sache ist aber ja, dadurch, dass so Tore, die man entsperrt, aufbleiben, rechnen die vielleicht damit, dass man hier und da stirbt? Ich schneide das jetzt auch nicht raus. Ich zeige euch jetzt, wie schlecht ich bin. Ich schneide es nicht raus und mach so, ey, hier, und ich mach das jetzt mit meinem ersten Durchschnitt. Nein! Ich zeige euch ungehemmt, wie schlecht ich bin. Ich hätte gerne diese... Ich würde mich jetzt am liebsten gerade einfach direkt umbringen lassen. Ich hätte gerne diese Leiter schon unten. Tot. Nicht darüber nachdenken und weiter. Dass wir einfach da schon eine Abkürzung haben. Ja. Hier geht's gar nicht weiter. Scheiße. Ich muss sagen, ich verlaufe mich hier auch wirklich gottlos. Ist das nicht, wo wir eben waren sogar? Ich habe das Gefühl, ich komme hier halt gar nicht voran. Ich meine, wir haben hier diese Wegweiser. Aber so richtig helfen tun die jetzt auch nicht, oder? Aber ich glaube, wir sind schon wieder, wo wir eben waren. Kurze Pause. Nichts überstürzen. Okay. Fleischer waren einst menschliche Kultisten. Nachdem ein Nebelwurmparasit ihren Körper übernahm, wurden sie ausgehöhlt und vollständig verseucht. Der Parasit zersetzt Sehnen und Muskeln, wodurch der Wirt elastischer wird. Sie greifen oft aus der Ferne an, indem sie ihre unnatürlich langen Gliedmaßen schwingen. Der kontrollierende Nebelwurm priorisiert in der Regel die eigene Sicherheit, um den Befall wieder voranzutreiben. Sie sind nur schwer zu fangen und weichen Angriffen aus. Ich hab gerade eine Panikattacke, aber egal. Fleischer verbergen sich oft unter nicht befallenen Kultisten. Wenn sie unbemerkt bleiben, versuchen sie Kultisten zu einem Nebelwurmnest zu locken, wo sie ebenfalls infiziert werden können. Finde ich mal ein bisschen blöd, wenn man hier Dinge lesen soll und dabei aber komplett vor die Hunde geht. Oh, okay, wollte ich gar nicht. Ich wollte hier lesen. Juli 1975. Ich glaube, dass es Juli ist. Die Zeit ist verzerrt im Nebel, wie alles andere auch. Ich habe versucht, die Tage zu zählen, wie ein letzter Strang, der mich in der Realität, mit der Realität verbindet. Ich verstehe den Nebel nun besser. Er bringt deine schlimmsten Instinkte, deine schlimmsten Eigenschaften hervor. Ich war ein gelbes Kind, von Natur aus besessen. Hier treten mein Hass, meine Vorurteile, all meine schlimmsten Eigenschaften hervor.
Wenigstens komme ich so leichter durch die anderen Nebel. Ich habe Monroe gefunden. Oh, er wurde genau wie die anderen hereingezerrt. Manchmal frage ich mich, ob er freiwillig kam. Verrückt genug wäre er. Er behauptet, einen Ausweg zu kennen, aber er ist komplett paranoid und will mir nichts verraten. Ich hasse ihn. Was er mir angetan hat, was er dir antun wollte, Babs, du würdest ihn nicht wiedererkennen. Der Nebel hat seine Grausamkeit und seinen Narzissmus in die Höhe getrieben. Irgendwann schlitze ich ihn auf, aber erst muss ich den Weg herauskennen. Aber dieses paranoide Arschloch will ihn mir nicht sagen. Okay. So, Feuer. Und wir haben auch wieder ein Feueröl. Und hier haben wir wieder genug, um den Flächenangriff zu nehmen. Nur ein kleiner Pausenraum hier. Jetzt geht der Spaß direkt wieder los. Einmal nochmal Gesundheit auffrischen und dann aus, ja. Ist das die große Kröte? Oh ja. Das ist die hier wieder. Aber können wir die einfach wieder nicht zum Angriffen kommen lassen? Nee, das klappt diesmal irgendwie nicht. Junge, was willst du denn jetzt noch da? Oh Gott. Aber wer schreit denn da eigentlich? Während ich da gerade angreife. Warum? Oder ist noch einer von denen? Oh Gott, also es sind ganz schön viele gerade. Ich würde gerne die Kröte zum Explodieren bringen, weil die kann dann vielleicht welche von den anderen anzünden. Okay, und weg hier. Also, weiß ich nicht. Anstrengend. Ich habe mich gefragt, ob wir, wenn wir die Fähigkeiten benutzen, die wir von den Kristallen von unseren Freunden genommen haben, ob die jetzt die ganze Zeit so vor Schmerz hier rumschreien, weil das wäre ganz schön traumatisch, oder? Das wäre ganz schön hart. So, lass mich raten, hier kommen wir noch nicht durch, weil wir das Ding dafür nicht haben. Ja, wunderbar. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich durch diesen Arschschlitz hier, ne? Komm. Die sind nicht von Bedeutung. Oh, jetzt habe ich es gewastet, weil hier ist eh wieder ein... Okay, never mind. Hier kommen wir nicht durch. Aber da ist wieder ein Kreis. Okay, also es ist voll das Labyrinth hier. Haben wir eine Karte? Nee, ne? Huch. Aber hier waren wir doch auch schon. Immerhin respawnen so die Gegenstände, dass man immer mal wieder was Neues, ne? Holen kann. Ich bin so erschrocken. Hör auf, mich umzugaloppieren. Oh Gott, einer. Wie viele... Aber hey, wir haben diesmal wieder irgendwas Neues gefunden. Also, immerhin mit jedem Durchlauf findet man was. Ne? Es ist einfach, wir spielen das jetzt einfach so, als wäre es Dark Souls. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich in der nächsten Aufnahmesession irgendwie... mehr Konzentrationsfähigkeit. Drückt mir die Daumen. Bis dann.